Fastenzeit und heute, da geht's mal wieder um das hier. Ja, USB-C, unser guter alter Bekannter. Ich hatte ja schon mal ein paar Sachen gezeigt, insbesondere was so Laden über USB-C angeht, mit dem ganzen Power-Delivery-Zeugs. Und an der Stelle habe ich da jetzt etwas, was ich heute lösen möchte. Denn es gibt noch etwas Zweites, was ich hier mal gemacht habe. Ich hatte nämlich früher oder habe immer noch ein Inselnetz mit 12 Volt Technik. Damals, da war das relativ einfach. Ich hatte mir ein paar Solarmodule geholt, die an einen entsprechenden Laderegler gehangen und dahinter waren dann Batterien, genauer gesagt Bleibatterien mit 12 Volt Technik. Und über die habe ich dann zum Beispiel damals mein Handy geladen oder auch so Sachen wie zum Beispiel Licht betrieben. Ja. Das Netz selber existiert noch, allerdings ehrlich gesagt aktuell nicht wirklich groß mit Solar. An sonnigen Tagen schalte ich mal rüber, ansonsten stecke ich üblicherweise aus und mache ein Netzteil dran, sodass ich die 12 Volt Sachen, gerade halt Licht und so, übers Stromnetz benutzen kann. Das hat einen relativ einfachen Grund. Ja, früher war es relativ einfach, an Bleiakkus zu kommen mit 12 Volt. Die sind nämlich verbaut zum Beispiel in Alarmanlagen, in Brandmeldeanlagen, in USV-Systemen, in Rechenzentren. Und üblicherweise hat man da dann eine festgelegte Lebensdauer. Nach der Zeit muss der Akku raus und gegen einen neuen ersetzt werden, einfach um sicherzugehen, dass sicherheitskritische Sachen da nicht durch einen alten Akku plötzlich ausfallen. Das hieß für mich früher, jo, Firmen mussten die rausschmeißen, die waren aber technisch gesehen noch nicht am Ende der Lebensdauer. Das heißt, die habe ich dann relativ günstig abgreifen können und dann hier für den Rest der Lebensdauer einsetzen können. Das hatte dann für alle Seiten Vorteile, die Firmen sind das Zeug losgeworden, ich hatte kostenlose Akkus und für die Umwelt war es am Ende auch gut, weil, naja, besser man nutzt den Akku halt wirklich, bis dass er komplett kaputt ist, als das Ding halt funktionsfähig wegwerfen zu müssen. Inzwischen ist das leider nicht mehr ganz so einfach, einfach weil sich die Recycling-Richtlinien sehr stark verschärft haben. Wenn man als Firma so einen Akku betreibt und den loswerden möchte, dann braucht man da Entsorgungsnachweise. Es wird Pfand hinterlegt und ja, wenig überraschend haben dann die meisten Firmen keine Lust mehr darauf, irgendwie die Akkus rauszurücken, weil es einfach mehr Aufwand ist, als sie gerade in die Mülltonne zu schmeißen. Pardon, dem Recycling zuzuführen. Na gut, inzwischen gibt es Alternativen. Ich möchte mein 12-Volt-Netz jetzt langsam wieder in Betrieb nehmen. Wie genau, das gucken wir uns in anderen Videos an. Aber was ich lösen muss, ist USB-C. Ich habe inzwischen sehr viele USB-C-Geräte. Handy, Laptop, Tablets, alles Mögliche hat heute USB-C. Und ja, mit einem USB-A auf C-Kabel, das heißt also hier der klassische Stecker auf USB-C, kann ich auch viele Sachen schon laden, natürlich mit meinen alten USB-Ladegeräten, die dann aus den 12 Volt 5 Volt machen. Aber Laptop und so braucht halt ein bisschen mehr Umf und auch Handys oder Tablets laden schneller, wenn man entsprechend höhere Spannungen hat mit Power Delivery. Das möchte ich dann heute mal lösen. Fürs Handy ist das wahrscheinlich eine sehr schnell erledigte Sache. Für den Laptop mal gucken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. So, machen wir nochmal kurz Zusammenfassung aus dem letzten Video. Bei USB Power Delivery, da gibt es im Prinzip mehrere Spannungslevel, die rausfallen können. Standardmäßig ist es 5 Volt. Das ist das klassische USB, was auch die meisten Geräte, die ganz klein sind, also sowas wie Kopfhörer oder sowas, nutzen. Handys und Tablets, die können meistens auch Fast Charge, üblicherweise mit 9 Volt. Und dann gibt es Laptops, die handeln üblicherweise 20 Volt aus und laden dann damit. Das können wir natürlich auch direkt mal testen. Dazu nehmen wir uns mal hier eine Powerbank, die hat USB-C. Dann nehmen wir uns hier so einen Zwischenstecker, dass wir sehen können, was da wirklich rein und raus geht. Und womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mal mit einem Handy an. Mal gucken, ob das funktioniert. Das Problem ist, das Handy, das handelt manchmal auch nur 5 Volt aus, wenn der Akku schon relativ voll ist. Mal gucken, was er jetzt hier draus macht. Eingesteckt ist. 5 Volt, 5 Volt, 2 Ampere zieht er, also er möchte nicht auf 9 Volt hochhandeln. Schade. Ja, ist der Akku wahrscheinlich gerade zu voll, probieren wir später mal nochmal. Aber prinzipiell 9 Volt geht auch mit dem. Das ist aber auch nicht das Problem, was ich heute angehen möchte. Von daher konzentrieren wir uns mal lieber auf den Laptop.
Das heißt, ich hole mal hier ein USB-C auf C-Kabel, stecke einen in den Laptop und das andere Ende an die Powerbank. Und was handelt da aus? Welcome. Und wir sehen hier unten 20 Volt, 2,5 Ampere, also etwas über 60 Watt. 65 Watt ist die offizielle Angabe. Das können wir auch hier auf der Powerbank nochmal gucken. 20 Volt, 2,2 Ampere, 2,3. Das ist das, was der Laptop sehen möchte. Okay, das sind jetzt die Spannungslevel, die ich mit meinem USB-C-Ladegerät dann gerne auch hätte. Und zwar bei 12 Volt Eingang. Und da haben wir das Problem. Die klassischen USB-Ladegeräte, die ich habe, sind ein reiner Step-Down. Wir geben 12 Volt rein, wir kriegen 5 Volt raus. Überhaupt kein Problem, ne? Wenn wir jetzt ein entsprechendes Board holen, was auch die Logik für Power Delivery hat, ist das auch erstmal kein Problem. Wir geben 12 Volt rein, geben 9 Volt raus oder 5 Volt. Aber was, wenn wir 20 Volt aushandeln? Dann müssen wir plötzlich nicht mehr Step-Down machen, sondern Step-Up. Das heißt, unser Modul muss beides können. Und das können viele Module nicht. Ich habe für sowas eigentlich dieses Board hier. Können wir uns mal angucken. Das sieht hier so aus. Wir haben hier hinten unser Eingangskabel, haben dann hier entsprechend ein bisschen Spule und Kondensatoren und hier unten auch schon die Angabe VIN 6 bis 32 Volt. Und das Ganze unterstützt Quick Charge 4 Plus Power Delivery 3.0 SCP VOOC Dash AFC Apple FCP und MTK, auf gut Deutsch alles. Als Ausgang gibt es entweder hier die USB-A-Buchse oder auf der anderen Seite haben wir die USB-C-Buchse. Der kann also auch beides. Und entsprechend hier 1, 2, 3, 4, 5 ICs drauf, die nichts anderes machen als eine Spannung auf ein anderes Level heben. Okay. Die Sache ist, der hat ein Problem. Das ist nämlich, wie ich gerade erklärt habe, ein reiner Step-Down. Das heißt, auch wenn jetzt hier drauf steht, dass er irgendwie Power Delivery kann, steht hier was mit der Ausgangsspannung? Nee, Ausgangsspannung steht nicht drauf, aber er kann 20 Volt. Aber nur, wenn die Eingangsspannung höher als 20 Volt ist. Das habe ich bei meinem 12-Volt-System natürlich nicht. Die Lösung, die ich dafür als Idee hatte, war, okay, dann hängen wir halt noch hier irgendeinen Step-Up-Regler davor. Der macht aus den 12 Volt, dann 20 Volt, die gehen hier rein. Das müsste gehen. Die Alternative ist möglicherweise das hier. In dem Tütchen, da ist ein Autoladegerät. Das habe ich irgendwie beim Surfen mitgefunden. Der ist auch Typ C, Max 100 Watt. Okay, was ist 100 Watt? Das ist kein Standard. Normal sind die 65. Und ja, das Thema hat sich sowieso schon hier erledigt. Wenn wir von der Seite drauf gucken, gibt es plötzlich technische Informationen, die online nicht dabei waren. Input DC 12 oder 24 Volt, Output 5 Volt bei 3,4 Ampere auf der USB-A-Buchse und bei Output für USB-C 4,5 Volt bis 12 Volt. Ja, 20 Volt kann die Kiste nicht. Ja, die 100 Watt ist also etwas witzlos. Dafür kann er angeblich 6,5 Ampere. Naja, ja. Na gut, probieren wir mal aus. Mal gucken, was rauskommt. Vielleicht kann mein Laptop auch mit 12 Volt laden, aber ich habe so meine Zweifel. Ich würde sagen, ich suche mir mal irgendwas, was 12 Volt liefern kann, und zwar in etwas mehr Ampere. Denn wenn wir mal rechnen, 65 Watt, 12 Volt, naja, das ist ein bisschen mehr als meine normalen Labornetzteile hinkriegen, aber da findet man mit Sicherheit eine Lösung für. Gut, ich baue mal auf, dann geben wir hier Strom drauf und dann gucken wir mal, mit wie viel Strom, Spannung, Leistung wir hier in meine Geräte reinfeuern können. Okay, die Netzteile laufen. Also schauen wir mal, was wir hier rausbekommen. Kontaktieren ist hier natürlich nicht so dolle möglich. Aber ich sehe eine Lampe. Da leuchtet etwas blau, das sieht schon mal gut aus. Das ist doch doof. Wie kriege ich den denn jetzt fest? Ich guck mal, ob ich noch irgendwo einen Zigarettenanzünder habe. Nicht ganz, aber das müsste reichen, um zumindest da außen zu kontaktieren. Ja. Stoffen wir den bis unten. Dann müsste das gehen. Im Übrigen hier, nichts davon ist für den Strom gemacht. Das ist mir durchaus bewusst. Für eine kurze Messung sollte das ausreichen.
Okay, Lampe ist an. Dann schauen wir mal, wenn wir hier auf USB-C einstecken, was denn da so passiert. What the heck? Es geht an und er liefert 5 Volt. Das sollte theoretisch nicht der Fall sein, denn eigentlich geht die Spannungsversorgung erst an, wenn man entsprechend ein Gerät dran hat und der tatsächlich da was ausgehandelt hat. Das ist schon mal nicht ideal. Na gut. Schauen wir mal, was er aushandelt als Maximum. Dazu holen wir hier mal unser USB-C auf C-Kabel, machen das hier dran und machen dann die Powerbank hinten dran. Einstecken, einstecken und... ...5 Volt. Er handelt gar nichts anderes aus. USB-C rein. Und... wieder nur 5 Volt. Er handelt nichts aus. Also er handelt schon was aus im Sinne von, es kommen halt irgendwie hier bei 5 Volt fast 2 Ampere raus, aber das ist nicht, was ich haben wollte. Keine höhere Spannung für uns, wie es aussieht. Holen wir mal den USB-A-Port, ob der mehr rausrückt. Ich denke zwar nicht, aber probieren kann man es ja. Ich glaube, die Powerbank kann auch auf dem dann irgendwie so Quick-Charge-Gedönse aushandeln. Ist markiert als Dedicated Charging Port. Start, 5 Volt, Quick-Charge... Oh, da kommt 12 Volt raus. Ha, huh. Interesting. Also da handelt er 12 Volt aus. Auf dem USB-A, auf dem C nicht. Gut. Dann notieren wir uns das so. So ist es halt. Dann... nehmen wir uns das andere Modul, gucken, was der so rausrückt. Fangen wir erstmal an, den anderen auch direkt dran zu machen. Da müsste er eigentlich auch 12 Volt unterstützen. So, gehe hier mal auseinander. Dann gucken wir mal, was passiert. Dann Strom an. Okay, hier ist eine blaue LED angegangen. Jetzt uns hier mal dranhängen, machen wir erstmal auch wieder die USB-A. Der musste ja auch wieder 12 Volt aushandeln. Ja. 5 Volt. Quick Charge ausgehandelt auf 12 Volt. Hat funktioniert. Mehr macht er nicht. Na gut, wir sehen hier auch, eine rote Lampe ist angegangen, um anzuzeigen, ja okay, der hat irgendwas ausgehandelt. Jetzt machen wir es mal anders. Jetzt holen wir mal wieder USB-C-Port. Mal gucken, ob er da diesmal auch die 12 Volt ausgehandelt bekommt, was das Fertigmodul ja nicht gepackt hat. So, Powerbank dran. Den hier unten in den USB-C-Port. Das sieht schon mal besser aus. Das Ding bleibt aus. Das heißt also, das Modul hat kein Endgerät erkannt und deswegen auch nichts angeschaltet. Wenn wir jetzt einstecken. Okay, Aushandlung läuft, rote Lampe geht an und 13,7 Volt. Okay. ja, ich gehe mit 14 Volt rein, das heißt, der wird jetzt hier wahrscheinlich über... es gibt nicht nur die festen Spannungen, diese 5 Volt, 9 Volt, 12, 15, 20 Volt und inzwischen auch noch höher, sondern es gibt da auch noch zwischendrin Möglichkeiten zu sagen, hier gib mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und anscheinend nutzt die Powerbank das jetzt, um so viel wie möglich hier rauszuholen. Und ja, 13, irgendwas Volt, aber nicht mehr. Das ist natürlich nervig, denn wir könnten theoretisch mehr. Das können wir auch mal probieren, wenn ich ausstecke. Und jetzt mache ich die Eingangsspannung mal auf 24 Volt hoch. Und jetzt stecken wir nochmal ein. Und Strom ist da, handelt wieder aus. Welcome und jetzt hat er 20 Volt am Ausgang. Das heißt also, das Modul selber kann auf jeden Fall die 20 Volt, die ich haben wollte für meinen Laptop. Wir können es auch nochmal direkt testen, dann hängen wir direkt mal den Laptop dran, gucken, was der sagt. Der müsste dann ja mit einem größeren Strom laden. Welcome, die Netzteile drehen hoch und wir ziehen, ja, das ist jetzt hier 1 Ampere bei 20 Volt, also 20 Watt, 40 Watt sehe ich hier. Also die Netzteile tun sich etwas schwer, aber prinzipiell die knapp 50-60 Watt gehen durch das Modul durch und landen in meinem Laptop. Genau das, was ich sehen wollte. Heißt also, Modul klappt,
Aber nicht mit dem, was ich am Eingang habe. Denn ich habe ja eben schon gesagt, am Eingang möchte ich gerne 12 Volt haben. Ja, ich könnte jetzt natürlich auf höhere Spannungen gehen. Aktuelle Batteriesysteme, die arbeiten meistens eher mit 24 Volt, 48 Volt, solchen Späßen. Aber ehrlich gesagt, ich würde gerne bei 12 Volt bleiben, weil dafür habe ich noch mehr Hardware hier. Sonst müsste ich da für die andere Hardware wieder anfangen, mir separate Sachen zu bauen. Ich müsste also durchgehen, müsste alle meine Geräte, die an diesem 12-Volt-Netz hängen, durchgehen, gucken, können die mit höheren Spannungen, wenn nicht nochmal einen zusätzlichen Step-Down davor oder komplett austauschen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel Lust drauf. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt anders. Und zwar gehen wir jetzt mal hin und hauen den hier noch davor. Das ist ein Step-Up. Der müsste eigentlich in der Lage sein, das Ganze hochzudrücken, die Eingangsspannung von 12 Volt auf dann, keine Ahnung, 20 Volt, 21 Volt. So um den Dreh. Erstmal machen wir hier die Schutzfolie ab. Nicht, weil ich es mir angucken möchte, sondern weil ich keine Lust habe, dass die gleich hier anfängt zu schmelzen und irgendwie seltsame Gerüche von sich gibt. Den oberen Teil kann man abheben. Da kommt dann nochmal ein bisschen Folie zum Vorschein und wir kommen überall sauber dran. Wir sehen auf der Platine eventuell schon auf der linken Seite ein In, auf der rechten Seite ein Out. Ich denke, damit ist dann schon mal recht klar, was wir wohin tun. Natürlich bräuchte man dafür noch ein bisschen Kabel. Gucken wir mal, was ich noch da habe. Okay, gucken wir mal. In Plus, in Minus ist die, ne, die müssen wir erst aufschrauben. Sonst gibt das keinen. Da kommen also gleich unsere 12 Volt rein. Den Ausgang, den würde ich gerne vorher mal messen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, erste Mal hier Minus und Plus. Dann schalten wir mal ein und gucken, was passiert. So, Strom an. Rote Lampe geht an. Soweit, so gut. Was haben wir? Bei 12 Volt braucht er 35 mA Leerlaufstrom. Also definitiv nichts, was man durchbrettern lassen möchte. Also besser irgendwie einen Schalter dabei machen. Die Frage ist natürlich, welche Spannung kommt da jetzt raus? 34 Volt. Das ist ein bisschen viel. So, 26, 25, 24 ist ein Multiturn. Also kann man relativ genau einstellen. 20 Volt, 20,8 Volt. Okay, das müsste gehen. Standby-Strom jetzt in dem Modus 20 mA. Okay. Was, wenn wir unser Messgerät abmachen? Ist immer noch 20, sehr schön. Dann klemmen wir mal unseren Ausgang an. Okay. Dann schauen wir mal, was passiert. Sieht gut aus, Lampe geht an. Keine Aushandlung, so wie das sein soll. Dann Powerbank. Strom rein. Jetzt müsste er aushandeln, rote Lampe geht an. Und wir handeln aus auf 20,1 Volt. Wunderschön. Was sagt der hier? 20 Volt. Und kein Strom, weil ist schon voll. Wunderschön. Also 20 Volt Aushandlung funktioniert hier mit diesem Konzept. Der hier wird verkauft als, ich glaube, 200 oder 300 Watt Step-Up. Das sollte im Zweifelsfall ausreichend sein. Die Frage ist natürlich, reicht das auch aus, wenn wir das mit 12 Volt machen? Denn, ja, wie gesagt, sind ein paar Ampere mehr. Aber ich denke, das müsste funktionieren. Was können wir noch testen? Wir können Handy testen. Geht zwar nicht davon aus, dass das jetzt was anderes macht als eben, weil auch da Akku voll, aber kannst du mal testen. Ausgehandelt wird, rote Lampe geht an und ja, 5 Volt bei einem Ampere. Aber prinzipiell die 5 Watt gehen da rein, wunderschön. Etwas über 5 Watt. Eingang im Übrigen 300, 400 mA, das ist schon mal gut. Fehlt nur noch der Laptop, ne? Da müssen wir aber erstmal gerade ein bisschen mehr Leistung auf die 12 Volt geben. Schauen wir mal.
dran. Machen wir nochmal die Powerbank ran, um sicher zu gehen, dass die Aushandlung wirklich klappt. Und yep, Aushandlung 20 Volt, so wie es sein soll. Dann, ahoi, einmal Laptop. Eingesteckt ist. Ausgehandelt ist. Und da ist gerade irgendwas in Schutzmodus gegangen. Der bricht immer wieder ab. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das meine Netzteile sind oder ob es der Step-Up ist. Denn das Modul haben wir eben ja gesehen, dass er bei 20 Volt funktioniert hat. Dann machen wir das mal anders. Ich hole mal gerade noch was anderes als Stromversorgung. Dann testen wir es damit. Okay, so. Neue Energiequelle. Diesmal mehr Umf. Mal gucken, ob das unser Problem löst. Gehe von ja aus, aber was man nicht getestet hat, funktioniert auch nicht, oder wie war das? Nochmal Logikcheck. Müsste funktionieren. Strom an. Wow! Das war gerade ein ziemlicher Blitz. Hat wohl seinen Elko aufgeladen. 20 Volt wird ausgehandelt. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Mal hier Laptop dran. Ich meine, der ist nicht mehr so frisch. Ich habe jetzt extra einen alten Laptop geholt, aber aushandeln. Und jetzt hat er 12 Volt ausgehandelt. What the heck? Warum? Ich meine, er lädt mit 12 Volt anscheinend, aber nochmal aus. Spannung weg. Spannung dran. Welcome. Und jetzt hat er 20 Volt. Und er lädt auch mit 50 Watt. Wunderschön. Also, Prinzip funktioniert. Ja, das ist also jetzt meine Lösung für mein Ich möchte Power Delivery auf 12 Volt. Es ist nicht die schönste, aber hey, 65 Watt laden funktioniert und das war ja mein Ziel. Standby-Strom, wie gesagt, so um die 30 mA genehmigt er sich. Das ist natürlich suboptimal, das geht definitiv schöner, aber naja, wenn man mal umrechnet, was sind das? 0,4 Watt? Es ist halt noch halbwegs überschaubar und im Zweifel, hey, schaltet man das Ding halt aus und an. Von dem, was ich jetzt gesehen habe, ist es nichts warm geworden. Es gab keine Ausfälle, jedenfalls nicht, wenn nicht die Netzteile irgendwie Schluck aufbekommen haben. Das sollte also klappen. Ich könnte sogar hingehen und noch ein zweites Board hiervon parallel hängen. Dann hätte ich zwei entsprechende Ausgänge, die beide auf 65 Watt können müssten. Jedenfalls von den Angaben, die die Hersteller so drauf geben. Realistisch gesehen ist es für mich aber auch kein wirkliches Thema. Ich habe halt im Zweifelsfall, im ungünstigsten Fall, ein Laptop mit 65 Watt. Und wenn das Handy ganz leer ist, das vielleicht nochmal mit 15 Watt. Es ist überschaubar. 2x 65 wird bei mir definitiv nicht vorkommen. Ja, was das Ding hier angeht, ja, man kann es mit Sicherheit irgendwie im Auto oder so benutzen, um ein Handy zu laden. Ich hatte mal gemessen, Standby hier bei dem so 4-5 mA. Dürfte auch sehr viel auf die Lampe gehen, die hier drin ist. Ist natürlich sehr nervig, dass irgendwie nur der USB-A-Port Power Delivery kann und der C nicht. Also das ist komplett weird. Also ich würde mir das Ding hier definitiv nicht nochmal holen. Aber naja, irgendwo werde ich auch das wieder zum Einsatz bringen können. Ich habe noch ein paar Stellen, wo ich nur 5 Volt brauche. Da ist das dann ausreichend. Also nur weil was nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte, ist es nicht direkt Elektroschrott. Na gut, der, wie gesagt, woanders hin. Das hier kommt dann ans neue 12-Volt-System. Das aufzubauen, ja, wie gesagt, da kommt noch was. Aber wie wir gesehen haben, wenn die 12 Volt dann da sind, dann tut hier das Ganze auch, was es soll.